Wir sind hier im Zentrum von Wetzikon in der Brasserie Krone und es findet unser berühmter Adventstreff statt. Jeder, der Lust hat, der Zeit hat, jeder Wetziker, jeder von der näheren Umgebung, jeder, der hier mit Kollegen reinkommt und gemütlich draussen einen Glühwein trinken und eine Wurst essen. Also der Veranstalter ist Wetzikontakt. Das ist ein Verein in Wetzikon, der genau derartige Anlässe organisiert in und um Wetzikon. Bei uns gibt es Würst, gibt Glühwein, gibt Glühbier, gibt Wein, Prosecco und eine gute Stimmung. Der findet immer Donnerstag, Freitag, Samstag, 2., 3., 4. und 9., 10., 11. Dezember statt. Im Appensdorf haben wir noch Marktstände, wo die Leute können posten konnten, wie nächtliche Sachen und so weiter. Aber weil wir coronatechnisch nicht gewusst haben, wie das hier vonstatten geht, haben wir uns entschieden, dass wir nur einen Appenz-Treff machen. Der Gewerbeverein macht sein Apero, sein Donnerstags-Apero. Und wir machen von Wetzikontakt einen Mitgliederanlass, der hier im Appenz-Treff stattfindet. Ja. Wenn man dich und dein Leben anschaut, lernt man weitermachen, motiviert weitermachen, als Ziel glauben. Jetzt ein Mensch, der in der Vorweihnachtszeit schwierig hat, an ein Ziel zu glauben. Was würdest du so einer Person sagen, die jetzt nicht Sterne, sondern die dunkle Nacht sieht? Ja, ich glaube, das Leben hat seine schlechten Seiten und die muss man nicht schön reden. Und sich auch mit denen auseinandersetzen, ist mega wichtig. Und dann hoffe ich nur, dass man den Mut findet, um weitermachen, um vorwärts zu gehen und sich an den kleinen Erfolg freuen.